Als nächstes bitte ich Frau Kilic Arslan um ihr Grußwort. Frau Kilic Arslan ist Vorsitzende des Sozialdienst muslimischer Frauen. Sie ist Mitglied bei der Deutschen Islamkonferenz und eine Expertin und Vorreiterin auf dem Gebiet der islamischen Wohlfahrt in Deutschland. Wir haben eine lange und sehr gute Zusammenarbeit mit Frau Kilic Arslan und freuen uns auch auf weitere gute Zusammenarbeit, auch im Zusammenhang mit unserem eigenen Wohlfahrtsverband An-Nusrat. Assalamu alaikum, liebe Gäste, Herr Wagishäuser. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung und wünsche, dass Justice Salana 2019 sehr viel Segen und auch Heil bringen wird. Wir kennen uns mit Herrn Wagishäuser seit ungefähr 2000. Seit Jahr 2000 hatten wir uns im Islamforum NRW gemeinsam für viele Themen stark gemacht. Und seitdem Islamkonferenz sich mit Themen der Muslime beschäftigt, bin ich von Anfang an dabei gewesen. Wir haben erstmal die Moscheebauten, Schulunterricht, islamischer Religionsunterricht behandelt. Wir hatten Wertediskussionen, wir haben Themen wie religiöse Organisationen, also Gemeinschaften, Anerkennung von den religiösen Gemeinschaften, was auch 2011 dazu geführt hat, dass in Hessen ein Antrag der Ahmadiyya Muslim Jamaat auch durchgegangen ist und die Körperschaft des öffentlichen Rechts später auch anerkannt wurde. Das sind Themen gewesen, die Muslime bewegt haben, und seit 2015 sind wir auch im Bereich Flüchtlingshilfe, im Bereich der Wohlfahrtsarbeit tätig. Wir arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen, weil das sind Themengebiete, die uns alle berühren. Ich möchte hier aber insbesondere ein Thema loswerden, und zwar die Engagement der Muslime in Deutschland und insbesondere der Engagement der muslimischen Frauen in Deutschland, welche Wirkungen das bisher hat und welche Wirkungen das in Zukunft haben wird. Bevor ich hier reingekommen bin, war ich in der Islamausstellung, und da habe ich gesehen, wie damals Anfang 20. Jahrhundert, 1922 war das, wenn ich mich nicht irre, Geld gesammelt wurde, dass in Berlin eine Moschee gebaut werden konnte oder sollte. Ein Hazrat Khadija Moschee. Das hat mich sehr, sehr berührt. Der Name Hazrat Khadija geht ja bis zur Islamgeschichte zurück. Die Ehefrau des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, und ihre Name in einer Moschee leben zu lassen, das ist eine sehr, sehr gute Idee, was zwar am 1922 vielleicht nicht oder 23 vielleicht nicht verwirklicht werden konnte, aber erst später trotzdem wahr wurde. Das zeigt, dass Frauen, die für diese Moschee auch gespendet haben, in der islamischen Welt, aber auch in Europa vieles bewegen können und wie vieles bisher bewegt haben. In der Wohlfahrtsebene, insbesondere im Bereich der Krankenversorgung, im Bereich der Armenversorgung, im Bereich der Versorgung von anderen Menschen, Bedürftigen, haben Frauen sehr viel beigetragen, sehr viel dazu beigetragen, ob es muslimische Frauen waren oder andere. Und genau dieses Engagement sollte weiter gefördert werden und weiter fortfahren. In Deutschland existieren über 600.000 Vereine. Und die meisten sind natürlich Sportvereine oder auch andere Vereine, die zu verschiedenen Zwecken gegründet worden sind. Und die Muslime machen sehr, sehr geringen Anteil darin. Wir sollten dafür sorgen, dass die Muslime mit ihrem Engagement sehr viel sichtbarer werden. Dieser Schritt, Al-Nusra zu gründen, ist ein sehr positiver Schritt in dieser Hinsicht, weil sie dadurch auch zeigen können, dass die Muslime in diese Strukturen in Deutschland auch beheimatet sind und einen Platz finden können. Das ist enorm wichtig, weil wir die Muslime nicht nur als Personen, die sich anders kleiden und anders verhalten in der Gesellschaft, zeigen sollen, sondern als Menschen, die sich für die anderen sorgen. Nicht nur für die Muslime, sondern für alle Menschen sorgen. Und im Wohlfahrt geht es ja auch darum, dass wir uns um alle sorgen können, um alle Menschen sorgen können und in ihre Vielfalt und ihre Unterschiedlichkeit genauso akzeptieren
und ihnen trotzdem einen Weg öffnen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie für Wohlfühlen der anderen sich auch stark machen. Die Vielfalt in Europa, in Deutschland wird durch unser Dasein gelebt, durch unsere Kooperation gelebt. Egal welche Unterschiede wir in verschiedenen Bereichen haben mögen, diese Unterschiede sollen wir nicht in den Vordergrund stellen, sondern die Gemeinsamkeiten suchen, und genau das tun wir. Und wir sollten weiterhin daran sehr stark arbeiten, weil die Sichtbarkeit muslimischer Frauen, muslimischer Männer, Sichtbarkeit der Muslime in ihrer religiösen Ausübung, aber auch in ihrem Weltbild, müssen wir durch Konzepte, durch Strukturen und durch unsere Arbeit, durch unsere Leistungen in Deutschland auch wahrnehmbar machen. Also die Menschen, die uns als positive teilhabende Menschen in dieser Gesellschaft wahrnehmen, sollen auch sich um unser Weltbild interessieren können. Also wenn wir von Dawa-Arbeit sprechen, wenn wir davon sprechen, dass die Menschen dieser Heil auch finden, dass die Menschen für unsere Ideen, für unsere Gedanken auch gewonnen werden sollen, sollen wir das mit unseren Taten auf jeden Fall möglich machen, dass sie auch Teil werden. Und genau das tun wir als Sozialdienst muslimische Frauen, als Al-Nusra, als Ahmadiyya Muslim Jamaat oder als andere Organisationen, Milli-Gerüchte, VIKZ, ZMB und so weiter und so fort. Und mit unserer Vielfalt hoffe ich, dass wir in der Zukunft trotzdem unsere Gemeinsamkeiten weiterhin in den Vordergrund stellen und gemeinsam Wege suchen werden. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Jahr und viel Gesundheit. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg.